Auch wenn er nur noch zwei Panzer und eine Infanterie hat. Aber das reicht ja. Er lebt. Frage, ob wir die Runde jetzt wieder einen Comet Catcher brauchen. Sieht aber fast so aus. Die Raketenwerfer sind zumindest wieder einigermaßen fit. Das heißt, die können da schon wieder einiges abfangen. Lass erstmal schauen, ob wir überhaupt einen brauchen. Kanbei bremst jetzt hier erstmal den Nachschub von ihm ein bisschen aus. Auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt, dass der hier... Wie viel Bombe hat der rumfliegen? Zwei. Gut. Da hätte ich theoretisch noch ein bisschen Zeit, bis der den captured. Power, das ist gut. Das heißt, ich kann hier ein bisschen klobbern, ohne dass ich dafür bestraft werde. Viel zu viele Bomber hier. Mm-hmm.
So. Ich weiß zwar nicht, ob der Comet Catcher da unten stark genug ist, aber es ist zumindest einer. So. Und einen Meteor kriegen wir jetzt spätestens auf jeden Fall. Gute Nachricht, der Kaffee scheint zu wirken. Na, das ist doch schon mal was. So, Meteor Strike Nummer 4. Oder ist es erst Nummer 3? Hab nicht mitgezählt. Auf jeden Fall geht er wieder genau dort rein, wo er rein soll. Das ist das Gute. Der hat definitiv zu viele Bomber. Wenigstens entschärft sich die Lage rund um Andy's Base langsam ein bisschen. Eine Co-Power lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Moment, du bleibst immer auf dem Hauptquartier stehen. Du haust einfach hier ein bisschen drauf. So. Schade. Beinahe wäre in der Range gewesen. Ui, das kann ich jetzt gut brauchen. Solange er keine Power chargen kann, einfach mal alles runterschießen, was man kann. So. Langsam ist Andy wieder stabil. Kanbei dominiert langsam das Feld. Kanbei muss auch Basen besitzen.
Okay, die Flak da unten bin ich dann mehr oder weniger auch los. Ja, super, da ist eine Co-Power und keine einzige Einheit ist beschädigt. So, nachdem er jetzt langsam kaum noch Medium Tanks da hat, wobei, ja gut, den kriege ich mit Kanbeis Medium Tank hier noch weg, kann ich ja jetzt langsam mal anfangen, hier sowas zu bauen. An die Air. Damit sind die Medium Tanks alle zumindest mal ein gutes Stück beschädigt. Okay, den Bomber können wir distracten, das ist gut. Kopter bauen lohnt sich gerade nicht wirklich. So. Langsam dürfen wir auch mal ein bisschen zurückhauen. Dann, was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Als nächstes brauchen wir ziemlich viel Panzer.
Und sobald die Jäger darunter sind, kann ich vielleicht auch mal anfangen, Kopter zu bauen. Wie schaut der Powerbar aus? Voll, okay. Mal hoffen, dass er wieder bei Grid reingeht. Ich stelle Kanbais Einheiten jetzt mal mit Absicht ein bisschen weiter auseinander wieder. Ja, passt. Kit fängt heute alles ab. Okay, was schießen wir jetzt lieber runter, den Kopter oder den Fighter? Hast du Einheiten? Noch nicht, aber ich habe demnächst mal vor, welche zu bauen. Allerdings, solange die Missile dasteht, ist es eh egal. Schießen wir zuerst den Kopter runter, der macht mehr Schaden. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass dem Fighter irgendwann das Benzin aus... Ah ne, der wurde mal versorgt von dem APC, okay. Sonst hätte er nie und immer so viel Benzin übrig. So. Dann uns langsam ja auch mal wieder sowas leisten. Damit Grid auch mal wieder ein bisschen was macht in dem Kampf. Da schon wieder ein Bomber oben stehen.
So. Hast du denn jetzt bald an der Anti-Air-Jungs runter? Der Jäger da muss immer noch weg. Mann, das ist eine ganz schön lange Mission. Ja. Lief auch nicht sonderlich gut, muss ich mal dazu sagen. Die kann wesentlich besser laufen. Der wehrt sich hier mit allem, was er hat. Sich da ja nicht in sein Territorium vordringen kann. Grüßelmann. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Jetzt hat er zumindest gerade keine Bomber mehr. Stellen wir da einfach mal unseren Lieblingsdecoy hin, den guten alten APC. Der hat schon wieder eine Kopfhauer. Oh mein Gott. Und. Yay! Der funktioniert immer wieder. Decoy funktioniert auch immer wieder.
Die kommt sogar ziemlich gut. Jäger weg. Infanterie hier geht auch weg. So, und jetzt hat er wahrscheinlich immer noch viel zu viele Anti-Air-Units hier rumstehen, die mich daran hindern, hier Air-Units zu produzieren. Ich sehe von auf jeden Fall schon eine Missile. Ja, die steht so in Reichweite von meinem Flughafen, dass er da auf jeden Fall schießen kann. Der hat auch noch eine Anti-Air, noch eine Anti-Air, ist auch nicht noch nicht mehr so stark. Mit 3 und mit 4. 3 und 4er machen nichts aus, also die bedrohen bestenfalls Kopter. Wobei das ja gerade eigentlich das ist, was ich hier erstmal produzieren will, wenn es um Air-Units geht. Solange die Missile da steht, mache ich hier sowieso mal nichts. Auch wenn die auf 8 HP ist, das reicht noch aus bei Sturm, um meine Kopter zu one-shotten. Bauen wir halt erstmal Medium Tanks wieder. Ja, das lohnt. Ich kriege nämlich endlich diesen verdammten Rocket Launcher da los, der mich schon seit ungefähr 5 Runden nervt. Ja, 5 Runden ist gut, der hat nur noch einen Muni. Schauen wir einfach mal, dass wir seine Einheiten da oben abfangen können, bevor sie da weiter runtergehen. Andy räumt da unten jetzt einfach alles auf, was da noch da steht, und Kanbei fängt da oben einfach jetzt mal alles ab. Hat er Bombe noch? Nö, gerade nicht. Aber ich brauche jetzt einen Raketenwerfer.